Pass mal auf, Leute, ich habe einen Kollegen, der ist Kiel. Der sieht aus wie 14, ist aber, glaube ich, eigentlich 18. Der war bei Cologne Watch und hat sich eine 270.000 Euro Uhr angeschaut. Das würde ich mir gerne mal anschauen, was Kiel da gemacht hat. Und ich würde sagen, wir kicken mal ganz kurz rein und danach schauen wir uns anständigen Content an, weil den Scheiß kann sich wirklich keiner länger als 6 Minuten reinziehen. Digga, ich drücke auf Play und es geht direkt schon AIDS los. Digga, ich hasse Kiel, ich hasse Kiel. Wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf jetzt. Bro, der nutzt Real Talk unironic den Rettungsschwimmer-Beat. Geht's zu Cologne Watch? Kiel, bitte. Grüße gehen raus. Ein bisschen werden die Mios jetzt auf den Tisch gelegt, zusammen mit Florian. Digga, Kiel, du hast. Ja. Freunde, was schätzt ihr, wie alt Kiel ist? Was schätzt ihr, wie alt Kiel ist, Chat? Schätzt mal. Schätzt mal ganz kurz. Schätzt mal, ja, da steht schon im Chat, wie alt ist der. Schätzt mal ganz kurz, wie alt er ist. Haut mal kurz das Alter rein. 13, 14, 26, 12, 18, 23, 17, 17. Mach mal kurz Slow Mode aus, dann können die alle reinspammen. 18, 20, 99, 17, 16, 16. Okay. Ich sag's euch nicht, wie alt der ist. Hab ich das nicht am Anfang schon? Ja, hab ich. Ist egal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Kiel 14 ist, okay? Jetzt geht's, wir sind jetzt hier, wir haben uns jetzt den Parkplatz geholt bei dem Parkhaus hier direkt neben Cologne Watch und jetzt geht's mal hoch, wir checken mal ab. Bro, also ich habe nicht gesehen, dass du aus dem Auto rausgekommen bist, Kiel. Absolut unangenehm. Was heute so machbar ist, ich habe ein bisschen was dabei. Und ja, wollen wir mal ein paar geile Uhren. Boah, Digga, Kiel. Digga, also wer so ein Teil hat für 400.000 Dollar. Muss schon echt knackig sein, Alter. Oh, lol. Die nehme ich mit. Ein Koffer für 400.000 Dollar? Ein Koffer? Digga, what the fuck? Was soll das denn? Was nehme ich noch mit? Boah, Digga, jetzt kennst du ja noch mal mehr. Eieieiei. Ja, das ist ja, Bro, kaufst du jetzt noch was oder nicht? Zu wild. Vloggt der Wichser mit seinem Handy? Ja, aber wenn du so eine Uhr nicht versichert. Also, die war doch versichert, oder nicht? Also, ja, doch schon. Patek Philippe, Alter. Dieser iCrimex hat auf jeden Fall Fall richtig verkackt. Ey, hate mal Kielix, Leute, der ist ein Ehrenbruder. Er will einfach nur flexen. Bro. Also, die fühle ich halt, Richard Mill fühle ich überhaupt nicht als Uhr, versteh ich so, nicht, Digga. Wir fahren jetzt wieder. Das war perfekt, danke dafür, Bro. Absolut unterhaltsam gewesen. War ein schöner Trip bei Cologne Watch. Der Vlog ist noch nicht zu Ende, es geht natürlich noch weiter. GTS ist jetzt sehr komischerweise weg. Wir müssen uns jetzt mal nach einem Alternativwagen umschauen. Der ist komischerweise weg. Ah, jo. Bro. Aber chillig, wie er den Mundschutz trägt. Also der hilft auf jeden Fall, Bro. Deutsche Knossi. Das fand ich weg. Chillig. Ihr habt nicht zufälligerweise Lust, mir eine AP zu kaufen. Wie bitte? Eine AP. Wollt ihr mir die kaufen? 20.000 kostet die. Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ohne AP. Mit einem kleinen Gewinn aus der Spielothek. Ja. Und hab noch was zu melden. Und zwar ist heute ein Paket eingetroffen und zwar ist der zweite Peso-Hoodie, ne? Mhm. Zwei Hoodies hatte ich bestellt, zwei sind angekommen. Und das ist einmal der Lowrider-Hoodie. Einfach Montana Black, sein Sohn. So sieht der aus. Spoil-Dudes. Kiel ist übrigens der Dudes, mit dem ich zusammen den Shopping-Stream gemacht habe. Das heißt, den kann ich rocken. Das heißt, ja. Wer gerade in den Chat geschrieben hat, Knossi ist auch deutsch, Beckmann. Ein Peso-Hoodie, den kann ich rocken. Ihr könnt euch daran erinnern, vorletztes Video, ich habe einen ausgepackt, passt nicht. Bin schon so weit geschwommen durch Meter. Dann habe ich kurz Bro. Überlegt. Ja, Kiel. Ich habe ja Spaß zur Zeit. Aber eins call ich euch, dieser Bro wird noch groß werden, Digga. Der Bro wird wirklich noch groß werden, ich sag's euch. Das macht mir ja auch massiven Spaß. Deswegen habe ich mich mit Peso zusammengetan. Nee, Freunde, deswegen habe ich mir gedacht, ich verlose den Lachs hier. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Der größte XL, der Hoodie fittert, hat eher so L. Das heißt,
Ist das ein Ihr könnt den Pullover gewinnen, einfach aus Kuss, weil. Ist das ein Peso-Hoodie? In letzter Zeit die Videos. Dieser mit Glitzer? Wir viele neue Abos machen und es freut mich natürlich sehr, dass euch die Videos da draußen. Ist das ein Peso-Hoodie? Fallen. Wir verlosen. Bro. Den Hoodie Teilnahmebedingungen ganz, ganz easy. Ihr müsst einfach diesen Kanal hier abonnieren. Mann, halt deine Fresse, Kiel. Und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische auf dem Weg zum. Guten Morgen, Leute. Es ist wieder ein Tag, wo ich wieder morgens aufstehe und nach Köln fahre. Digga, what the fuck? Kiel! Kiel, bitte! Es ist so damn autistisch, Bro. Also Kiel, ich kann ganz ehrlich sagen, absolut geiles Video. Du hast mir gesagt, ich soll mal reinschauen. Das Video hat mir absolut gar nichts gegeben. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Schaut auf jeden Fall mal dem Ehrenbruder vorbei. Ich habe noch nicht abonniert. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und selbst mit dem Abo, das könnt ihr dann selber an der Stelle entscheiden. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle hier raus.